Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal ein frohes neues Jahr. Ich freue mich, Sie zu dem heutigen Abendkolloquium über Legitimationsdefizite und Legitimationsressourcen in der Europäischen Union begrüßen zu dürfen. Vor allem bedanke ich mich bei Deirdre Curtin, Christoph Möllers und Dieter Grimm für die Bereitschaft, den Abend zu bestreiten. Dieter Grimm brauche ich Ihnen nicht vorzustellen und auf diese Floskel folgt unüblicherweise auch keine Vorstellung. Er hat in den letzten Jahren mehrfach Stellung genommen zu gewissen Merkmalen des europäischen Einigungsprozesses, die er aus juristischer Perspektive als pathologisch bestimmt. Pathologisch ist natürlich nicht sein Wort, das ist meins, aber Sie werden verstehen, was ich damit meine. Die Anregung, dass er darüber auch mal hier im Kolleg sprechen könnte, stammt von Christoph Möllers, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der HU und seit 2012 Permanent Fellow am Kolleg. Deirdre Curtin ist Fellow in diesem Jahr. Sie ist in Dublin geboren, Juristin, hat den Lehrstuhl für European and International Governance an der Utrecht University School of Governance und ist zusätzlich Professorin für europäisches Recht an der Universität Amsterdam. In diesem Jahr hier forscht sie über die Rolle der Geheimhaltung in der Europäischen Union und deren Problematik im Rahmen demokratischer Regierungsformen. Das Thema des Abends insgesamt ist ein gutes Beispiel dafür, dass Globalisierung und Internationalisierung nicht nur die Politik betreffen, sondern auch das Recht. Und dabei geht es nicht um marginale Phänomene, als ob wir nach wie vor ein nationales Recht hätten mit ein bisschen internationalem Einschlag an den Rändern. Die Konsequenzen der Internationalisierung betreffen vielmehr Kernbereiche der Rechtswissenschaft. Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Juristenausbildung, ohne dass indes alle Universitäten auf diese Herausforderung schon angemessen reagiert hätten. Vor diesem Problemhintergrund hat Dieter Grimm seinerzeit den interdisziplinären Forschungsverbund Recht im Kontext ins Leben gerufen, der seit 2010 am Kolleg angesiedelt ist und vom Land Berlin finanziert wurde. Heute ist Christoph Möllers für das Projekt verantwortlich und der heutige Abend markiert gewissermaßen den Beginn der zweiten Arbeitsphase nach Abschluss der ersten 5 Förderjahre. Und wegen dieses feierlichen Anlasses erlauben Sie mir ein paar Worte dazu, zumal der Abend geradezu exemplarisch für das steht, worum es bei Recht im Kontext geht. Es geht darum, aus einer genuin rechtswissenschaftlichen Perspektive und damit aus der Mitte des Faches heraus das Gespräch über Themen zu suchen, die durch eine rein rechtswissenschaftliche Behandlung nicht zu erschöpfen sind. Zu diesem Zweck brauchen die Juristen den Austausch mit anderen Fächern, aber auch mit anderen Kulturen und mit anderen Rechtssystemen. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren versucht, Anstöße für eine Weiterentwicklung der Rechtswissenschaft zu geben. Wir haben in diesem Projekt exemplarische Fragen aufgegriffen, die nur unter Berücksichtigung ihres Kontexts zu behandeln sind. Und wir haben mit der Einladung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen Rechtskulturen den fremden Blick auf das deutsche Recht hier in Berlin stärker zur Geltung gebracht. Mit anderen Worten, wir haben versucht, ein dickes Brett zu bohren, ohne schnelle Lösungen zu produzieren. Dafür, dass das Land, Berlin und der Bund uns die Möglichkeit geben, dieses Anliegen einer Einbettung der Rechtswissenschaft in Gesprächszusammenhänge wie den heutigen weiter zu verfolgen, danken wir sehr herzlich und damit zur Sache. Meine Damen und Herren, dass die EU an mangelnder Akzeptanz bei den Unionsbürgern leidet, wird kaum bestritten. Es
wird auch nicht bestritten, dass diese Akzeptanzschwäche das Integrationsprojekt insgesamt gefährdet. Weniger klar ist, woran das liegt, und weniger klar ist, wie es sich ändern ließe, vorausgesetzt man glaubt, dass es für die europäische Integration nach wie vor gute Gründe gibt. In den Anfängen gab es daran keinen Zweifel. Die Zustimmung war hoch, und das legt die Frage nahe, warum es damals so war und warum es heute nicht mehr so ist. Bei der Antwort auf den ersten Teil der Frage kann man nicht am Zweiten Weltkrieg vorbeigehen. Nach den Leiden des Krieges, die ja nicht nur die Besiegten, sondern die Sieger genauso getroffen hatten, war die Bereitschaft, der Kriegsgefahr wirksamer zu begegnen, als das nach dem Ersten Weltkrieg der Fall gewesen war, groß. Und ich denke, dass für diejenigen Generationen, die noch eine lebhafte Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg haben, die Verhütung eines erneuten Krieges in Europa zu den größten Errungenschaften der europäischen Integration gehört. Aber es scheint, dass diese Leistung im Lauf der Zeit verblasst ist. Der Friede in Europa verknüpft sich nicht symbolträchtig mit der Europäischen Union. Dafür ist wahrscheinlich der Abstand zwischen dem Kriegsende und der Gründung der Europäischen Union, damals Europäische Gemeinschaft, natürlich zu groß. Vielleicht ist auch der Beginn mit einer Zollunion zu prosaisch. Die Erfahrung der heutigen Generation ist es jedenfalls, dass wir ein unkriegerisches Europa haben. Und auch wenn man sich die EU wegdenken würde, wäre ein Krieg in Europa unter den europäischen Staaten unwahrscheinlich. Also der Frieden ist von einer Errungenschaft zu einer Gegebenheit geworden. Für Deutschland gab es in der frühen Phase noch einen anderen Grund, die Integration zu bejahen. Nach dem tiefen Fall Deutschlands durch die nationalsozialistische Herrschaft führte der Weg zurück in den Kreis der zivilisierten Völker nur über europäische Integration. Für Frankreich war die Integration dagegen ein Mittel, ein etwa erstarkendes Deutschland wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die wirtschaftliche, durch Vergemeinschaft der kriegswichtigen Industrie, Kohle und Stahl, EGKS, militärisch durch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG, politisch durch die Europäische Politische Gemeinschaft, EPG. Wie man weiß, kam davon nur die wirtschaftliche Vereinigung zustande, während die militärische und die politische auf der Strecke blieb. Aber auch diese Anfangsgründe für europäische Integration sind mittlerweile verblasst, diese Motive sind erschöpft. Deutschland ist wieder ein geachtetes Mitglied in der Staatengemeinschaft und zugleich in Europa eng eingegliedert. Wenn man also die anfängliche Europa-Euphorie mit der heutigen Europa-Lethargie vergleicht, dann muss man das in Erinnerung behalten. Die anfängliche Begeisterung war zu einem erheblichen Teil situationsbedingt, aber die Situation ist nicht mehr dieselbe. Was übrig geblieben war, war der gemeinsame Markt. Nicht gerade ein Objekt für Begeisterung, aber auch kein Objekt für Ablehnung. Insbesondere deswegen nicht, weil er sich unpolitisch gab und weil er zur Steigerung des Wohlstandes evident beigetragen hat. Der gemeinsame Markt legitimierte sich durch seinen Nutzen. Das ist sozusagen die eine Seite des langsamen Entfremdungsprozesses zwischen der europäischen Gemeinschaft und den Bürgern. Aber diese langsame Entfremdung von der Bürgerseite gewann erst durch eine andere, von der europäischen Gemeinschaft selbst aufgeschlagene Seite Bedeutung. Unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Integration vollzogen sich nämlich Veränderungen, die die Herstellung und die Sicherung des gemeinsamen Marktes bei weitem überschritten, aber in der Öffentlichkeit lange nicht wahrgenommen worden, geschweige denn in eine politische Diskussion einbezogen worden. Es war dann der Maastricht-Vertrag von 1992, der den Deckmantel über dieser Entwicklung wegzog. Die Bürger der Mitgliedstaaten wurden mit einem europäischen Integrationsgrad konfrontiert, zu dem sie nicht um ihre Meinung gefragt worden waren.
dass jene Europa, welches der Maastricht-Vertrag sichern und weiterentwickeln sollte, war nicht dasjenige Europa, auf das sich die Akzeptanz der Bürger bezogen hatte. Der Maastricht-Vertrag war, was die europäische Integration betrifft, ein erheblicher Schritt vorwärts. Was die Akzeptanz betrifft, war er ein Schritt zurück. Er markiert den Wendepunkt in der Einstellung der Öffentlichkeit zu dem europäischen Projekt. Mit dem Maastricht-Vertrag begann der Akzeptanzschwund der Europäischen Union. Mittlerweile hat das zur Ausbreitung von antieuropäischen Parteien geführt, die ins Europäische Parlament vordringen und deren sich die proeuropäischen Fraktionen mittlerweile nur noch durch eine große Koalition erwehren können. Reaktionen auf diesen Zustand gibt es seit Längerem. Die Europäische Union selber verwendet viel Geld auf die Erzeugung einer europäischen Identität von oben, aber ohne spürbaren Erfolg. Auch der Versuch der Schaffung einer europäischen Verfassung vor einigen Jahren war ein anderes Unternehmen, die EU den Unionsbürgern näher zu bringen. Alle Reformen, die man wegen der Erweiterung der Europäischen Union und eine Reihe neuer Staaten und wegen der veränderten Rolle Europas in der Welt nach 1989, alle Reformen, die man für nötig hielt, hätten selbstverständlich wie alle früheren Reformen auch im Rahmen der Verträge vonstatten gehen können. Aber dass es diesmal eine Verfassung werden sollte, hing damit zusammen, dass sich mit der Verfassung die Hoffnung verband, dass die Legitimationsschwäche Europas überwunden werden könnte. Dass die Verfassung eine stärkere Bindung zwischen Bürgern und Europäischer Union erreichen könnte. Auch das ist schiefgegangen. Die Verfassung sah nach mehr Europa aus, während die bestimmenden Vorstellungen der Zeit auf weniger Europa gerichtet waren. Ich nehme an, dass der Verfassungsgedanke in der nahen Zukunft nicht wieder auftritt. Später wird er wahrscheinlich kommen. Heute wird mehr auf institutionelle Reformen der Europäischen Union gesetzt. Und zwar auf Reformen, bei denen die Stärkung der Repräsentation der Unionsbürger, also die Stärkung des Europäischen Parlaments, im Mittelpunkt steht. Das Europäische Parlament soll mit denjenigen Kompetenzen ausgestattet werden, die nationale Parlamente üblicherweise haben. Und damit verbindet sich die Hoffnung, dass eine Vollparlamentarisierung der Europäischen Union die Legitimationsschwäche beheben könnte, weil dann sozusagen das Vertretungsorgan, das Repräsentationsorgan der Bürger ins Zentrum der Konstruktion Europäische Union rückt. Diese Erwartung würde sich freilich nur erfüllen, wenn der Kompetenzmangel des Parlaments die Ursache für die Legitimationsschwäche der Europäischen Union wäre. Der Anschein spricht dagegen. Je mehr Kompetenzen das Europäische Parlament erhielt, umso geringer war die Wahlbeteiligung bei europäischen Wahlen. Es hat natürlich auch mehrere Gründe, aber ein besonders wichtiger Grund scheint mir der zu sein, dass das Europäische Parlament verglichen mit nationalen Parlamenten über eine relativ geringe Repräsentativität für die Unionsbürger, die es vertritt, verfügt. Und das hängt wiederum zum großen Teil mit dem Wahlsystem zusammen. Die europäischen Wahlen sind nicht europäisiert. Das heißt, gewählt wird nach nationalem Wahlrecht, gewählt wird für nationale Kontingente im Parlament, die aber nicht der Bevölkerungsstärke entsprechen. Es kandidieren nationale Parteien. Die nationalen Parteien machen überwiegend mit nationalen Themen Wahlkampf. Und das Ergebnis wird in allen 28 Mitgliedstaaten unter dem Gesichtspunkt würdigt, was es für die eigenen Mehrheitsverhältnisse im Nationalstaat bedeuten sollte. Die Folge davon ist, dass die Legitimationszufuhr für die Europäische Union durch die Wahl relativ gering bleibt. Und zwar deswegen, weil der Zusammenhang zwischen Wahlentscheidung und europäischer Politik gering ist. Der Legitimationsstrom durch das europäische Wahlsystem wird sozusagen abgeknickt. Die Unionsbürger können nur Parteien wählen, die als solche im Europäischen Parlament gar nicht in Erscheinung treten.
in Erscheinung treten europäische Fraktionen, also lockere Zusammenschlüsse von ideologisch verwandten Parteien, die aber wiederum in den Gesellschaften oder gar der europäischen Gesellschaft nicht verwurzelt sind. Infolgedessen können die Parteien, die Wahlkampf machen, auch nicht glaubhaft versprechen, dass die Ziele, für die sie im Wahlkampf eintreten, nachher im Europäischen Parlament zur Geltung gebracht werden. Die Parteien, die man wählen kann, bestimmen den Parlamentsbetrieb nicht. Die Parteien, die den Parlamentsbetrieb bestimmen, kann man nicht wählen. Und daran würde natürlich eine bessere Kompetenzausstattung des Europäischen Parlaments überhaupt nichts ändern. Aber setzen wir den Fall, dass die Europawahl europäisiert würde und die EU in ein parlamentarisches System umgewandelt würde, setzen wir den Fall und fragen uns dann, wäre dann das Legitimationsdefizit behoben? Das darf man jedenfalls nicht einfach unterstellen. Man darf es nicht unterstellen aus einem allgemeinen Grund und man darf es nicht unterstellen aus einem europaspezifischen Grund. Der allgemeine Grund ist der, dass auch in funktionierenden, vollparlamentarisierten Systemen, wie das üblicherweise in den Mitgliedstaaten der Fall ist, die Parlamente unter Druck kommen. Die Verwissenschaftlichung der Politik und die Internationalisierung der Politik spielen der Regierung in die Hände, der Exekutive in die Hände. Und allenthalben nehmen die Parlamente in der Gunst des Publikums ab. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass all das dem Europäischen Parlament erspart bliebe. Jetzt aber noch der europaspezifische Grund. Der europaspezifische Grund liegt nach meiner Auffassung vor allem in einer wachsenden Verselbstständigung der exekutiven und der judikativen Unionsorgane von den demokratischen Prozessen, und zwar sowohl von den demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten als auch vom demokratischen Prozess in der Europäischen Union selbst. Wo die Ursache dafür liegt, wird vielfach nach meiner Auffassung nicht durchschaut. Und deswegen will ich in diesem Punkt ein bisschen ausführlicher sein. Und ich tue das durch einen kurzen, sehr kurzen Vergleich zwischen der ursprünglichen Struktur der europäischen Gemeinschaften, später Gemeinschaft, dann Union, mit den Veränderungen, die inzwischen eingetreten sind. Ursprünglich also. Ursprünglich erhielten die europäischen Gemeinschaften ihre Legitimation ausschließlich von den ihrerseits demokratischen Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten vereinbarten die Rechtsgrundlage der Union in Verträgen. Die Mitgliedstaaten waren der europäische Gesetzgeber, und zwar im Rat, in dem die Vertreter der nationalen Regierungen sitzen und lange Zeit einstimmig entscheiden mussten. Das heißt also, dass in der Anfangsphase kein Mitgliedstaat der Union einem Recht unterworfen war, dem er nicht zuvor zugestimmt hatte. Entweder beim Vertragsschluss oder bei der Schaffung europäischen Sekundärrechts. Wofür man dann natürlich wieder die nationalen Regierungen als Alleinverantwortliche in den nationalen demokratischen Prozessen zur Verantwortung ziehen konnte. Kommission und EuGH, so war die Vorstellung, waren nur da zur Durchsetzung des von den Mitgliedstaaten beschlossenen Rechts und insofern also auch an den Willen der Mitgliedstaaten gebunden. Es gab ein Parlament, das anfänglich Versammlung hieß, das aber anfänglich nicht gewählt war und auch keine Entscheidungsbefugnisse hatte, sondern nur konsultative Funktionen. Nun die Änderungen. Es sind Änderungen eingetreten, von denen zwei besonders gewichtig sind, eine offenkundige, eine weniger bemerkte. Es gibt noch mehr, aber ich konzentriere mich auf diese beiden. Die offenkundige Veränderung ist das Inkrafttreten der von den Mitgliedstaaten beschlossenen sogenannten einheitlichen europäischen Akte im Jahr 1986 beschlossen, 87 in Kraft getreten. Das Bedeutende an dieser Akte war, dass für eine bestimmte Zahl von Fällen, eine bestimmte Gattung von Fällen, das Einstimmigkeitserfordernis im Rat aufgegeben wurde. Das wurde damals weithin begrüßt, weil es der Obstruktion eines Mitgliedstaates, die die europäische Integration lange gehemmt hatte, ein Ende bereitete. Aber es hatte Konsequenzen für die Legitimation. Es war nun möglich,
dass ein Mitgliedstaat einem Recht unterworfen ist, dem er nicht zugestimmt hatte, vielleicht sogar einem Recht, das er in seinem nationalen demokratischen Prozess ausdrücklich abgelehnt hatte. Mit anderen Worten, mit der einheitlichen europäischen Akte entstand eine Legitimationslücke. Der Legitimationsstrom von den Staatsbürgern über die nationalen Parlamente und Regierungen zu den Organen der Europäischen Union war unterbrochen. Zumindest für den überstimmten Staat oder die überstimmten Staaten. Und diese Lücke ließ sich nicht mehr auf nationaler Ebene schließen, sondern diese Lücke ließ sich nur auf europäischer Ebene schließen. Dafür kam niemand anders in Frage als das Europäische Parlament, das ja seit Ende der 70er Jahre auch direkt gewählt wurde. Das heißt also, zu der jetzt nicht mehr ausreichenden Fremdlegitimation der Europäischen Union trat eine begrenzte Eigenlegitimation durch das Europäische Parlament. Und seine Befugnisse sind seitdem mit jeder Vertragsänderung, die der einheitlichen europäischen Akte gefolgt ist, ausgeweitet worden, aber ohne dass es bisher mit dem Rat als Hauptgesetzgeber der Europäischen Union gleichgezogen hätte. Nun die etwas weniger bemerkte Veränderung. Die ist viel früher eingetreten. Aber sie ist eingetreten auf leisen Sohlen, nicht durch eine Vertragsänderung, also einen politischen Akt, sondern durch Vertragsinterpretation. Und damit meine ich natürlich die beiden umwälzenden, wie manche sagen, revolutionären Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die nicht nur jedem Juristen vertraut sind, 1963 und 1964. Im ersten Urteil wurde erklärt, dass das Gemeinschaftsrecht, das europäische Recht, in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist. Das bedeutete jetzt nicht, dass es nicht mehr auf Transformation wie normales internationales Recht angewiesen war. Das ergab sich schon aus dem Text der Verträge. Aber was das Neue daran war, war, dass das Recht nicht nur die Mitgliedstaaten verpflichtete, sondern zugleich ihre Bürger berechtigte. Das heißt, man konnte nun europäisches Gemeinschaftsrecht vor den nationalen Gerichten gegenüber dem eigenen Staat einklagen. Und das kam vor allem den vier wirtschaftlichen Grundfreiheiten zugute, also freier Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr, Arbeitskräfteverkehr und den Konkretisierungen, die diese Grundfreiheiten in den Verträgen gefunden haben. Sie verpflichteten nicht mehr nur die Mitgliedstaaten objektiv rechtlich, Verkehrshindernisse zu beseitigen, sondern sie verwandelten sich in subjektive Rechte für die Wirtschaftsakteure. Offen geblieben war bei dieser ersten Entscheidung von 1963, was denn bei Kollisionen zu geschehen hätte zwischen europäischem Recht und nationalem Recht. Und die Frage beantwortete das zweite Urteil, das europäische Recht hat Vorrang vor dem nationalen Recht und auch vor dem höchstrangigen nationalen Recht, also den Verfassungen der Mitgliedstaaten. Ob eine Kollision vorlag oder nicht, beantwortete der Europäische Gerichtshof, dem die nationalen Gerichte die Frage vorlegen mussten und an dessen Entscheidung sie anschließend gebunden waren. Es ist wichtig, sich klarzumachen, das sage ich vor allem für diejenigen, die nicht mit dem täglichen juristischen Handwerk vertraut sind. Ich nehme an, der eine oder andere im Auditorium gehört dazu. Man muss sich klar machen, das sind keine alternativlosen Schlussfolgerungen aus den Verträgen. Wie jedes Recht ist auch das Europarecht interpretationsbedürftig, ehe es auf konkrete Fälle angewandt werden kann. Und Interpretation heißt, es gibt Spielräume. Nicht in dem Sinne, dass die Ergebnisse beliebig wären, aber doch in dem Sinne, dass das Ergebnis durch den Text des Rechts nicht vollständig determiniert ist. Der Europäische Gerichtshof hatte sich das Tor zu seinem Verständnis der Verträge selbst geöffnet, und zwar durch eine methodologische Vorentscheidung. Die Vorentscheidung war, dass die Verträge nicht so auszulegen waren, wie man damals internationales Recht auslegte, internationale Verträge auslegte, also eng orientiert am Willen der vertragsschließenden Parteien und restriktiv, sofern mit der Auslegung Souveränitätseinbußen einhergingen. Der Europäische Gerichtshof entschied sich vielmehr, die Verträge
in der Art, wie nationale Verfassungen ausgelegt werden, auszulegen. Also vom historischen Willen der Schöpfer des Rechts relativ distanziert und an einem objektivierten Gehalt orientiert. Nun geht es mir überhaupt nicht darum, ob die Urteile richtig oder falsch waren. So wie der EuGH das vor 50 Jahren entschieden hat, verhält es sich heute. Und verhält es sich heute, ohne dass dagegen noch Widerstand geleistet würde. Der Vorrang gilt und allenfalls wird noch darüber gestritten, ob es aus den nationalen Verfassungen, also aus dem Identitätskern der nationalen Verfassungen äußerste Grenzen geben würde. Worum es mir geht, also nicht die Frage, sind die Urteile richtig oder falsch, sondern es geht mir um die Folgen für die Legitimität der Europäischen Union, die Legitimation der Europäischen Union. Diejenigen Prozesse, die durch diese beiden Urteile in Gang gesetzt wurden, sind mit gutem Grund gedeutet worden als Konstitutionalisierung der Verträge. Wenn wir im nationalen Kontext von Konstitutionalisierung sprechen, dann haben wir vor Augen die Überformung und Durchdringung des einfachen Rechtes, des Gesetzesrechtes durch die Verfassung. Das heißt also die Auslegung, die Interpretation des Gesetzesrechts im Geiste der Verfassung. Das ist nicht das, was unter Konstitutionalisierung in Europa zu verstehen ist. Hier geht es darum, dass die Verträge in den Rang einer Verfassung erhoben werden, die Funktionen einer Verfassung übernehmen und dass daraus Rückschlüsse für die Geltung unter vertraglichen Rechts gezogen werden, selbstverständlich für das europäische Sekundärrecht, aber auch für das nationale Recht, einschließlich des nationalen Verfassungsrechts. Nationales Recht, das Europarecht widerspricht, darf nicht mehr angewandt werden. Das war der Ausgangspunkt für einen enormen Integrationsschub, und zwar gerade zu Zeiten, als die europäische Integration politisch stagnierte. Es gab von nun an zwei Integrationswege. Einen politischen durch Vertragsänderungen, das beschlossen die Mitgliedstaaten. Einen rechtlichen durch Vertragsinterpretation, das beschloss die Europäische Union selbst. Im ersten Schritt, in dem politischen Schritt, geben die Mitgliedstaaten Kompetenzen an die Europäische Union ab. Im zweiten Fall nimmt sich die Europäische Union Kompetenzen von den Mitgliedstaaten. Und diesen zweiten Weg hat der Europäische Gerichtshof mit missionarischem Eifer beschritten. Rainer Wahl, den ich im Publikum gesehen habe, hat gesagt, das ist ein Gericht mit einer Agenda. Allerdings fand dieser zweite Weg im Wesentlichen statt, unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle von Politik und Publikum. Es waren juristische Anwendungen politischer Vorentscheidungen auf einzelne Streitfälle, deren Folgen häufig erst bemerkt werden konnten, wenn sie sich nach einer Reihe von Jahren zur ständigen Rechtsprechung verdichtet hatten. Diese Europarechtsprechung, die ich kurz geschildert habe, wird in aller Regel als Erfolgsgeschichte erzählt. Und hinsichtlich der wirtschaftlichen Integration ist sie auch eine Erfolgsgeschichte gewesen. Aber wenn man sich nur darauf konzentriert, ist das eine verengte Perspektive. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte hat eine legitimatorische Kehrseite, die meines Erachtens noch immer nicht voll durchschaut wird. Die Folgen der Rechtsprechung reichen über die Herstellung eines Binnenmarkts weit hinaus. Der Europäische Gerichtshof hat nicht nur nationalen Protektionismus unterbunden, wie es die Verträge verlangten, sondern in einer extensiven Interpretation aus den Protektionsverboten Regulierungsverbote für die Nationalstaaten gemacht. Seitdem sind die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten, nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Schutzstandards aufrechtzuerhalten, also was weiß ich, im Konsumentenschutz, im Arbeitsschutz, im Gesundheitsschutz. Und zwar ganz unabhängig davon, ob mit diesen Regeln protektionistische oder auch nur wirtschaftliche Absichten verfolgt waren. Ebenso wenig können die Mitgliedstaaten noch darüber entscheiden, was sie dem Markt überlassen wollen und was sie in staatliche Regie nehmen wollen.
weil das Verbot in den Verträgen der Beihilfe für Wirtschaftsunternehmen, wenn sie marktverzerrend sind, nicht auf private wirtschaftliche Unternehmen beschränkt worden war, sondern auf öffentliche Unternehmen der Daseinsvorsorge ausgedehnt wurde. Und zwar wiederum aufgrund der extensiven Rechtsprechung. Die Liberalisierungswelle, die wir erlebt haben, hat zum Teil ihren Grund in dieser Rechtsprechung. Nun wäre das alles nicht des Aufhebens wert, wenn die entfallenen nationalen Regelungen durch adäquate europäische Regelungen ersetzt worden wären. Aber hier kommt ein Vorgang, der vor allem von Fritz Scharp erkannt und beschrieben worden ist, zum Tragen. Das, was Scharp mit der Asymmetrie zwischen positiver und negativer Integration beschrieben hat. Negative Integration, die Vernichtung staatlichen Rechts. Positive Integration, die Füllung des dadurch entstandenen Vakuums durch europäisches Recht. Infolge der Konstitutionalisierung der Verträge ist negative Integration die Sache eines Federstrichs der Kommission und im Konfliktfall des Europäischen Gerichtshofs. Positive Integration ist ein politischer Akt, ein Gesetzgebungsakt, bis 1987 nur einstimmig möglich, aber auch heute noch von hohen Hürden begleitet. Das heißt, die durch die negative Integration gerissene Lücke ist manchmal gefüllt worden durch europäisches Recht, manchmal ist sie nicht gefüllt worden. Wenn es um Europa geht, ist in aller Munde immer nur die Überregulierung aus Brüssel, und dafür gibt es in der Tat genügend Beispiele. Überregulierung hat übrigens ebenfalls strukturelle Gründe. Die Gründe liegen darin, dass die Gesetzgebungskompetenzen in der Europäischen Union nicht, wie das in Bundesstaaten üblich ist, nach Sachmaterien aufgeteilt werden, sondern durch ein Finalkriterium. Alles, was dem gemeinsamen Markt hinderlich ist, gerät allein aufgrund dieses Umstandes in die Gesetzgebungskompetenz der Europäischen Union, ein Finalkriterium also. Und mit dieser Interpretation, die der Europäische Gerichtshof den Regeln gibt, ist die Norm entgrenzt. Es kann alles ein Hindernis für den Verkehr von Waren, Arbeitskräften etc. sein. Das Schulrecht kann ein Hindernis sein, das Scheidungsrecht kann ein Hindernis sein, das Religionsrecht kann ein Hindernis sein. Und das Subsidiaritätsprinzip, das man eingeführt hat, als das offenkundig war, hat auf der ganzen Linie versagt. Es ist nicht zur Geltung gebracht worden. Aber also man denkt gewöhnlich an die Überregulierung in der Europäischen Union. Es gibt eben auch das Problem der europäischen Unterregulierung. Die Asymmetrie, die ihrerseits wieder auf der Konstitutionalisierung beruht, ist verantwortlich für den liberalisierenden Grundzug der europäischen Rechtsprechung, der häufig mit den sozialstaatlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten kollidiert. In Europa sind Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik entkoppelt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, und vielleicht fragen Sie sich schon länger, warum haben sich die Mitgliedstaaten dagegen nicht gewehrt? Schließlich bestimmen sie im Europäischen Rat die Richtlinien, das Ausmaß und das Tempo der Integration. Und im Rat, Ministerrat, sind sie der Hauptgesetzgeber, also sie sollten ja in der Lage sein, eine Rechtsprechung, die ihren Intentionen, die sie mit der Rechtsetzung hatten, nicht entspricht, oder eine Rechtsprechung, von der sie glauben, dass sie schädliche Folgen aufweisen. Sie sollten ja in der Lage sein, eine solche Rechtsprechung durch eine Gesetzesänderung zu korrigieren, wie das in Nationalstaaten allenthalben geschieht. Aber hier zeigen sich nochmal und jetzt in aller Schärfe die Folgen der Konstitutionalisierung. Es spräche wenig gegen eine Konstitutionalisierung der europäischen Verträge, wenn diese Verträge nur das enthalten würden, was Verfassungen üblicherweise enthalten. Was enthalten Verfassungen üblicherweise? Die Ziele des Staates, die Organe des Staates, deren Kompetenzen,
die Verfahrensvorschriften, die sie einhalten müssen, wenn entschieden wird, und schließlich Grenzen für die Staatsgewalt in Gestalt von Grundrechten. Das heißt also mit anderen Worten gesagt, Verfassungen regeln politische Entscheidungen, aber sie treffen diese Entscheidungen nicht selbst, sondern diese Entscheidungen werden den politischen Organen überlassen und kommen zum Zuge, je nachdem, wie die Wahl im Nationalstaat ausgegangen ist. Aber so verhält es sich nun mit den europäischen Verträgen nicht. Die europäischen Verträge sind voll von dem, was im Nationalstaat einfaches Recht wäre, Gesetzesrecht wäre. Also stellen Sie sich vor, es wäre das halbe BGB und das ganze HGB und das gesamte Gesetz gegen Wettbewerbsbestimmungen im Grundgesetz. Das ist natürlich auch der Grund dafür, dass die Verträge so dick sind. Und darüber wird manchmal geklagt, aber das ist ja nur eine Äußerlichkeit. Die eigentliche Problematik kommt erst in den Blick, wenn man die Funktion von Verfassungen zusätzlich bedenkt. Verfassungen entziehen bestimmte Fragen der politischen Entscheidung. Was in der Verfassung steht, ist nicht mehr Thema von Politik, sondern ist Prämisse von Politik. Das heißt also auch, das, was schon auf der Verfassungsebene geregelt ist, ist vom Wahlausgang und von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen unabhängig. Und es kann, wenn man ein Verfassungsgericht hat, gegen den Willen der aktuellen Mehrheiten durchgesetzt werden. Das ist der Sinn von Verfassungen, politische Entscheidungen kanalisieren und begrenzen, aber es ist nicht der Sinn von Verfassungen, politische Entscheidungen zu ersetzen. Das setzt dann aber eben voraus, dass sich die Verfassungen auf wenige grundsätzliche Regelungen beschränken. Es gilt der Grundsatz, je mehr Verfassungsrecht, desto weniger Demokratie. Und deswegen ist die Differenz zwischen Verfassung und Gesetz und einfachem Recht fundamental für den Konstitutionalismus. Und in der Europäischen Union ist diese Differenz zu einem erheblichen Teil eingeebnet. Die Folge ist, dass Entscheidungen von hohem politischem Gewicht, tiefe Eingriffe in lang gewachsene Strukturen der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung auf judikativen Pfaden erfolgen, also in einem unpolitischen Modus durch Rechtsanwendung, aber in extensiver Interpretation. Die Bürger können darauf keinen Einfluss nehmen, weder durch nationale noch durch europäische Wahlen. Aber auch die demokratisch legitimierten und kontrollierten Organe der Mitgliedstaaten können darauf keinen Einfluss nehmen, weder durch Zielvorgaben im Europäischen Rat noch durch Gesetzgebung im Ministerrat. Wir haben also in der Europäischen Union eine Überkonstitutionalisierung zu Lasten von Demokratie. Die einzige Korrekturmöglichkeit, die es gibt, ist die Änderung der Verträge. Aber für Dinge wie eine Korrektur von Rechtsprechungen ist bei den hohen Hürden, die es für Verträge gibt, eine solche Änderung so gut wie unerreichbar. Das heißt also, im Vertragsbereich, im Bereich des Vertragsrechts, als konstitutionalisiert worden ist, sind die Kommission und der Europäische Gerichtshof aufgrund der Konstitutionalisierung gegen politische Korrekturen immunisiert. Der Europäische Gerichtshof ist freier als jedes nationale, jedes noch so bedeutende nationale Gericht. Es ist leicht ersichtlich, dass eine Parlamentarisierung der EU auch an diesem Problem völlig vorbeigehen würde. Denn selbstverständlich steht auch das Parlament unter der Verfassung und nicht über der Verfassung. Also seine Ausweitung seiner Befugnisse würde an diesem Befund überhaupt nichts ändern. In einer anderen Hinsicht wäre die Ausweitung der Parlamentsbefugnisse allerdings folgenreich. Man kann ja nicht die Befugnisse des Parlaments ausweiten, ohne die Befugnisse der anderen Organe einzuengen. Und in der Tat kommen die Forderungen nach Parlamentarisierung der Europäischen Union auch gewöhnlich als Teil eines größeren Reformprojektes zum Vorschein. Das Parlament soll ins Zentrum des politischen Systems einrücken. Die Kommission soll aufgewertet werden zu einer europäischen Regierung. Der Rat, also das Organ, in dem die Mitgliedstaaten vertreten sind, soll abgewertet werden zu einer zweiten Kammer des Parlaments. Und manche stellen sich dann auch vor, dass darüber ein europäischer Präsident gesetzt wird, damit der amerikanische Präsident weiß, wen er anrufen soll, wenn es um Europa geht. Die Frage ist, was würde das für die Legitimation bedeuten? Die
Der Legitimationsstrom, der von den Mitgliedstaaten ausgeht und über den Rat vermittelt wird, würde gedrosselt. Die EU würde im Wesentlichen auf Eigenlegitimation umgestellt. Und deswegen muss man die Frage stellen, ob die Europäische Union ausreichende Legitimationsressourcen für Eigenlegitimation besäße. Und das scheint mir fraglich. Es ist schon fraglich wegen des Zustands der europäischen Wahlen und Parteien, den ich eingangs kurz geschildert habe. Es ist noch fraglicher wegen der schwach entwickelten Voraussetzungen für eine europäische Öffentlichkeit. Der demokratische Gehalt eines politischen Systems entscheidet sich nicht so sehr in der Institutionenordnung, sondern er entscheidet sich vielmehr in der den Institutionen vorgelagerten gesellschaftlichen Sphäre. Also wichtig für Demokratie sind ständige Rückkopplungen zwischen Wählern und Gewählten, auch zwischen den Wahlen. Und das setzt intermediäre Institutionen voraus, allem voran Massenkommunikationsmittel. Die Voraussetzungen für diese gesellschaftliche Substruktur von Demokratie sind in den Mitgliedstaaten, wenn schon nicht durchweg gut, so doch jedenfalls wesentlich besser als in der Europäischen Union. Daraus würde ich schließen, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Europäische Parlament, wenn diese Reformprojekte in Gang gesetzt würden, die europäische Legitimationslast allein oder auch nur vorwiegend tragen kann. Das sollten Sie bitte nicht missverstehen als ein Aufruf zur Verringerung der Parlamentsbefugnisse. Ich bin im Gegenteil überzeugt, dass das Europäische Parlament als Gegengewicht dringend benötigt wird. Gegengewicht zum einen gegen die Dominanz nationaler Interessen im Rat, Gegengewicht aber auch gegen die technokratischen Tendenzen und Neigungen in der Europäischen Kommission. Was ich nur sagen will, ist, dass die Europäische Union auf die Legitimationszufuhr aus den Mitgliedstaaten vorerst nicht verzichten kann. Deswegen müsste sie ein Eigeninteresse an einer lebendigen mitgliedstaatlichen Demokratie haben, statt diese durch schleichende Kompetenzverlagerung ständig auszuzehren. Was ist also zu tun? Die Antwort auf diese Frage kann man natürlich nicht unabhängig davon geben, welche Vorstellung man von dem Ziel der europäischen Integration hat, also vorwärts zu einem europäischen Staat oder rückwärts zum gemeinsamen Markt, oder ein nichtstaatliches, aber föderales Gebilde im Prinzip so, wie wir es im Augenblick haben. Das würde eine prinzipielle Diskussion erfordern, unabhängig von momentanen Problemen. Sie wäre sehr dringend, insbesondere für Krisenzeiten, aber sie muss unabhängig von Krisen geführt worden sein, ehe Krisen eintreten, damit man dann in dieser Situation Leitlinien und Prinzipien hat. Aber diese Diskussion wird von der Politik gemieden. Im angelsächsischen Bereich schon deswegen, weil man prinzipielle Diskussionen überhaupt nicht liebt. Im kontinentalen Bereich aus Furcht davor, dass eine Prinzipiendiskussion eventuell zu einem Rückschritt der europäischen Integration führen könnte. Meines Erachtens ist nur der Mittelweg von diesen drei gezeigten Wegen sinnvoll. Ich denke, das Ziel einer Verstaatlichung der Europäischen Union wäre nicht sinnvoll, weil die Gefahr besteht, dass der besondere Reichtum der Pluralität der europäischen Staaten dabei auf der Strecke bliebe. Aber noch viel wichtiger ist mir, dass eine Verstaatlichung die Europäische Union legitimatorisch überfordern würde. Es würde nicht leichter, sondern schwerer werden. Andererseits, eine reine Wirtschaftsgemeinschaft, also zurück zum gemeinsamen Markt, kommt mir eben so unplausibel vor. Und zwar deswegen, weil diese Forderung Umstände ignoriert wird,
dass es mehr und mehr Aufgaben gibt, die lange Zeit von Staaten bewältigt worden waren, aber sich heute aufgrund von Internationalisierung und Globalisierung nicht mehr auf der nationalen Ebene lösen lassen. Durch Globalisierung und Internationalisierung ist eine Kluft entstanden zwischen dem Aktionsradius der globalen Akteure, überwiegend Wirtschaftsakteure, aber keineswegs nur Wirtschaftsakteure, und dem Aktionsradius der Politik. Und diese Kluft kann nur durch Internationalisierung der öffentlichen Gewalt wieder verengt werden. Und die Europäische Union ist ein regional begrenzter, aber ein höchst effektiver Schritt auf diesem Wege. Das ist ein sehr starker Grund für das Festhalten an der europäischen Integration. Also die Aufgabe ist nicht etwas ganz anderes, sondern die Aufgabe ist Verbesserung der Europäischen Union. Und dazu will ich zum Schluss drei Vorschläge machen, die sich aber alle aus dem, was ich bisher gesagt habe, ergeben. Punkt 1. Da die unerlässliche Eigenlegitimation der Europäischen Union über das Parlament läuft, muss man versuchen, das Europäische Parlament näher ans Publikum zu rücken. Und das Mittel dazu wäre die Europäisierung der Wahl und die Europäisierung von politischen Parteien. Europäische Parteien könnten das tun, was nationale Parteien nicht können, nämlich die nationalen Interessen schon in sich selber ausgleichen und dann ein europäisches Programm den Unionsbürgern zur Wahl stellen. Punkt 2. Dagegen die gegenwärtigen Strukturen keinen hinreichenden Schutz gegen die schleichende Kompetenzaushöhlung der Mitgliedstaaten bewerkstelligen. Und da das Subsidiaritätsprinzip versagt hat, daran kann übrigens auch das Klagerecht, das nur den nationalen Parlamenten in Subsidiaritätssachen eingeräumt worden ist, wenig ändern, weil das Kriterium nicht viel hergibt. Deswegen also klarere Grenzen für die Vergemeinschaftung. Das Mittel dazu ist eine Kompetenzverteilung nicht finaler Art, sondern eine Kompetenzverteilung nach Sachmaterien, wie in Bundesstaaten üblich, sodass die EU bestimmte Fragen nicht an sich ziehen kann, selbst wenn sie Rückwirkungen auf den gemeinsamen Markt haben. Und der Punkt 3, da die Legitimationsschwäche zu einem großen Teil auf die Verselbstständigung der administrativen und judikativen Instanzen der EU zurückgeht, also die EU von dem demokratischen Prozess in den Mitgliedstaaten und in sich selbst abgeschnitten wird, ist es unerlässlich, dass eine Politisierung derjenigen Entscheidungen eintritt, die von höchsten politischen Implikationen sind. Das Mittel dazu ist die Rückführung der Verträge auf das, was in Verfassungen notwendigerweise enthalten ist. Also wohlgemerkt, nichts aufgeben, sondern die Schlussfolgerung, nicht die Konstitutionalisierung rückgängig machen, sondern die Schlussfolgerung aus der Konstitutionalisierung zu. Wenn die Verträge schon einmal konstitutionalisiert worden sind, dann sollten sie auch so aussehen, wie Verfassungen in der Regel aussehen. Und dann sollte das, was ich gesagt habe, je mehr Verfassung, desto weniger Demokratie rückgängig gemacht werden. Es muss wieder ermöglicht werden, dass politische Entscheidungen auch in einen politischen Modus fallen. Und es muss möglich werden, was in jedem demokratischen Staat möglich ist, dass die Judikatur für die Zukunft durch Gesetzesänderungen umprogrammiert werden kann. Ich glaube nicht, wenn diese Forderungen übernommen werden würden. Ich glaube, es ist nicht zu befürchten, dass damit die Integration angehalten würde oder gar rückgängig gemacht würde. Es wird eine weitere Aufgabenverlagerung auf die Europäische Union geben. Zum einen deswegen, weil die notwendige Rücksicht auf die Auswirkungen der nationalen Politik auf andere Mitgliedstaaten auf der nationalen Ebene, in der nationalen Politik offenbar nicht installiert werden kann. Also die Externalitäten der nationalen Politik müssen auf der europäischen Ebene reguliert werden. Und zum anderen, weil das Problem, dass sich immer weniger Fragen
effektiv auf der nationalen Ebene lösen lassen, nicht abnehmen wird, sondern zunehmen wird. Das bedeutet aber gleichzeitig wieder steigenden Legitimationsbedarf. Und die Versuche der Europäischen Union, ihn dadurch zu decken, dass sie die Bindung der Bürger an ihre Staaten auf sich umlenkt, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Der vermehrte Legitimationsbedarf der Europäischen Union kann nur durch Selbstbeschränkung gedeckt werden. Und nun ganz zum Schluss glaube ich, dass diese Vorschläge helfen könnten, das Legitimationsdefizit der Europäischen Union zumindest zu mildern, wenn nicht zu überwinden. Ja, habe ich die Hoffnung, dass die Vorschläge politisch verwirklicht werden? Wenig. Lohnt es dann überhaupt, das aufzuzeigen? Ja, denn das, finde ich, ist gerade die Aufgabe der Wissenschaft, aber eine Aufgabe, die sie nur in Distanz zur Politik erfüllen kann. Ja, vielen Dank, Dieter Grimm. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Möglichkeit, hier zu reden. Natürlich kann ich dem doch sehr weitreichenden Ausführungen von Herrn Grimm hier nicht wirklich gerecht werden, aber ich darf sagen, dass ich in seiner Darstellung die Europäische Union und den Stand der Integration eigentlich nicht wiedererkenne. Ich würde tatsächlich die Institutionen anders deuten, ich würde anders deuten, worin das Problem liegt, und ich würde anders deuten, was eine Lösung sein könnte. Die Grundthese dabei, die ich nicht wirklich groß ausfüllen kann, aber die ich am Anfang und am Ende mal sozusagen ansprechen möchte, wäre, oder dass mein implizites Verständnis lautet: Es ist nicht die Verselbstständigung der Europäischen Union und ihrer Organe, die das Problem da ist. Es ist die Widersprüchlichkeit der Erwartungen der nationalen Politik und auch der nationalen Völker an Integration, Handlungsfähigkeit und Legitimation, die die eigentliche Quelle des Legitimationsproblems darstellen. Also die Vorstellung zu integrieren, aber gleichzeitig Folgen der Integration nicht verantworten zu müssen. Ich möchte in drei Schritten kurz einige diese These etwas entfalten. Ich möchte erstens etwas sagen zu den Institutionen, zu zweien, zur Kommission, zum EuGH, zum EP komme ich einfach nicht mehr. Ich möchte zweitens etwas sagen zur Problemdefinition und ich möchte drittens ganz kurz auch etwas sagen zu Lösungen oder warum wir vielleicht nicht nach Lösungen suchen sollten, weil Lösungen gibt es nicht. Was vielleicht auch kein Problem ist. Ich beginne mit den Institutionen, zur Kommission und zum EuGH. Die Kommission ist ja immer die Bête Noire der europäischen Integration gewesen, diese schreckliche bürokratische Behörde, die alles regelt, die wir nicht verstehen. Nun, sie war von Anfang an in der Anlage eine supranationale Behörde, etwas Besonderes, eine Behörde, die gestalten sollte und zugleich ausführen. Ein Zwitterwesen, was vom Konsens der Mitgliedstaaten abhing, was aber durch das Recht, Initiativen und politische Vorschläge machen zu können, zugleich immer ein Vorschlagsrecht hatte, das diesen Konsens in gewisser Weise auch erforderlich machte und die Mitgliedstaaten in diesen Konsens zwingen musste. Deswegen glaube ich, anders als Dieter Grimm, auch nicht, dass die Einführung des Mehrheitsrechts durch die einheitliche europäische Akte tatsächlich eine solche Zäsur gewesen ist. Ich glaube, dafür gibt es auch wenig empirische Anhaltspunkte. Dass die Kommission etwas Komisches ist, das findet sich schon in Adenauers Memoiren, in denen er von einem Gespräch mit dem britischen Botschafter berichtet, der sagt, wir können da eigentlich nicht eintreten, wir sind halt Parlamentarier, wir glauben an die Souveränität des Parlaments und damit können wir so eine hohe Behörde eigentlich nicht vereinbaren. Schon in den frühen 50er Jahren war in allen klar, das ist etwas anderes, was wir da machen. Das ist kein Völkerrecht. Was nun der Anteil der Kommission an der europäischen Integration ist, wie hoch er ist, wie er sich im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten darstellt, ist eine in der Forschung sehr, sehr umstrittene Frage. Ist im Grunde eine der Kernfragen der Europaforschung. Und da wird sozusagen so gut wie alles vertreten. Meines Erachtens aber nicht umstritten ist die Tatsache, dass die Kommission seit dem Vertrag von Maastricht, seit den frühen 90er Jahren kontinuierlich einen relativen Einfluss verloren hat. Natürlich hat die europäische Integration, die Union mehr Kompetenzen bekommen, aber das, was die Kommission davon abbekommen hat, ist weniger als das, was die Mitgliedstaaten davon abbekommen haben, wenn auch halt intergouvernemental versammelt. Wir sehen seit Maastricht schwache Präsidenten. Erinnern Sie sich noch an Jacques Santer, der europäischen Gemeinschaft eine Seele geben? Hilflose Programme. Figuren wie Barroso, die daneben stehen, wenn der Euro gerettet werden. Und wir sehen eigentlich doch wenig Programmatik und wenig wirkliche politische Intuition und Inspiration in die Kommission. Wo waren in den letzten 20 Jahren die politischen Programme,
die die Europäische Kommission gegen die Mitgliedstaaten durchgesetzt haben. Wir haben mal über eine Dienstleistungsrichtlinie geredet, aber es war auch klar, als die Mitgliedstaaten wollten sie so nicht und sie kam dann auch nicht in der Form, in der sie gewollt wurde. Wo war der Abbau des Sozialstaats, der nicht aus dem Glauben der Mitgliedstaaten in Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik der frühen 90er Jahre an Liberalisierung, freie Märkte, offene Kapitalmärkte war? Haben wir damit nichts zu tun gehabt? Hat die Kommission uns das erklärt und es war nicht in der deutschen Politik? Lesen Sie die Gesetzesblätter, lesen Sie die Parlamentsdebatten des Bundestages nach und Sie werden sehen, nein, nein. Das ist auch unser Projekt gewesen. Wo ist die Überregulierung, die berühmte Gurkenverordnung, die nicht in Wirklichkeit von einem nationalen Industrieverband verlangt wurde, weil er damit seine Produkte in einem anderen Land besser absetzen könnte? Empirisch schwer zu finden. Kein Zweifel, die Kommission ist mächtig und sie ist undurchsichtig und sie ist in vielen auch eine Behörde, der ich persönlich nicht traue, was nicht heißt, dass ich vielen Behörden trauen würde. Aber unser Verhältnis zu dieser Macht hat sich nicht geändert, weil sich die Kommission geändert hat, sondern weil wir andere Anschauungen bekommen haben. Die Kommission des Jahres 1992, 93, 94 war mächtig und wir waren dankbar für diese Macht, weil sie dadurch in der Lage war, gegenüber den USA, aber auch gegenüber anderen Ländern wie Japan, ein WTO-Abkommen auszuhandeln, das irgendwie auch noch unseren Vorstellungen entspricht. Wir wollten diese Macht haben und wir hätten ohne die Kommission auch nicht eine solche Verhandlungsmacht gehabt. Die Kommission des Jahres 2014 hat dieselbe Macht, aber wenn sie jetzt TTIP aushandelt, gefällt uns das vielleicht nicht mehr in gleicher Weise. Aber doch nicht, weil die Kommission sich geändert hat, deren Kompetenzbestand arrondiert, aber nicht wesentlich gewandelt ist, sondern weil wir heute ein anderes Verhältnis zu Freihandelsabkommen haben, als das vor 20 Jahren der Fall ist. Die europäischen Verträge waren nie normale völkerrechtliche Verträge. Das erkennt man an der Kommission und man kennt es auch am EuGH. Es ist schon untypisch für einen solchen Vertrag, überhaupt ein Gericht vorzusehen, also die Mitgliedsvertragspartei mit einer Sonderjurisdiktion an die Kandare zu nehmen und dieses Gericht noch mit so vielen Kompetenzen auszustatten. Es ist besonders untypisch, einem solchen Gericht, und es ist völlig unvölkerrechtlich, wenn ich das mal so sagen darf, einem Rechtsweg zu geben, der von nationalen Gerichten bestritten werden kann. Also die Möglichkeit, und das ist die zentrale Achse der Integration, dass nationale Gerichte sich an den EuGH wenden, um zu fragen, was das einschlägige europäische Recht gewollt hat. Ohne das Vorabentscheidungsverfahren hätte es diese europäische Integration so nicht gegeben. Und das war doch den Beteiligten bei der Aushandlung der Verträge schon einigermaßen klar. Ob Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit der Verträge, die beiden berühmten Entscheidungen, auf die sich Dieter Bringel gezogen hat, von den Vertragsparteien gewollt waren oder nicht, ist im Moment gerade Gegenstand einer interessanten historischen Debatte, die maßgeblich in Dänemark geführt wird, warum auch immer, aber die wir wirklich verfolgen können und wo wir sehen, vielleicht war es nicht so, vielleicht war es so, aber wir sehen jedenfalls, wir müssen hier eine Revolution so ein bisschen mit der historischen Lupe suchen, weil klar ist, dass das jedenfalls als Möglichkeit auf dem Tapet war. Und weil auch klar ist, dass wir uns auf Dauer einen EuGH mit Vorabentscheidungsverfahren, also einen europäischen Gerichtshof, an den sich die nationalen Gerichte wenden können, mit irgendetwas, was doch so wie Vorrang und direkte Anwendbarkeit aussieht, gar nicht vorstellen können. Das Verfahren würde gar nicht funktionieren, wenn ich die Frage, was bedeutet europäisches Recht für die nationale Rechtsordnung in irgendeiner Weise so operationalisiert werden könnte. Zudem stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich die institutionelle Legitimation von Gerichten? Dieter Grimm hat in seinem Vortrag dazu nicht explizit Stellung genommen, aber es klang mir doch sehr, als sei die institutionelle Legitimation des EuGH irgendwie eine demokratische Legitimation. Das kann sie ja nicht sagen, sondern die institutionelle Legitimation des Gerichts hat irgendwie etwas damit zu tun, dass wir die Rechte der Klägerinnen und Kläger anerkennen und gegen einen politischen Prozess auch einen mitgliedstaatlichen durchsetzen können. Die dynamische Entwicklung des Europarechts, der seit den 60er Jahren, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir gesellschaftliche Akteure haben, die transnational handeln wollen und dieses transnationale Handeln gegen Mitgliedstaaten durchsetzen können. Es ist halt auch ein Stück an Freiheitsgewinn, wenn man seine Produkte in einem anderen Land verkaufen kann und kein Freiheitsgewinn, der so sonderlich überraschen kann. Deswegen scheint mir die Kritik Dieter Grimms an der prozeduralen Seite des EuGH sehr stark vor einer deutschen Folie gelesen zu sein. Vor einer Folie, die an feste Kompetenzordnungen glaubt, an Verfassungsgerichte, die unparteiisch zwischen Bund und Ländern entscheiden und die uns damit eine Sicherheit geben, wer was regeln darf. Ob das die richtige Folie für die europäische Integration ist, wage ich zu bezweifeln. Der EuGH ist ein oberstes Bundesgericht, ein bisschen wie der Schweizer Bundesgericht, ein bisschen wie der Supreme Court, immer etwas freundlicher zu der oberen Ebene als zu der unteren Ebene, immer irgendwie natürlich
institutionell parteilich, was die Kompetenzen der oberen Ebene angeht. Das soll man nicht kleinreden, das hat massive Folgen, aber es ist dann doch in gewisser Weise ein anderes Spiel. Das scheint mir zwei Implikationen zu haben. Die erste ist, dass wir diesen Prozess, den wir kritisch begleiten sollen, und der EuGH ist eine hochproblematische Institution, ich will das nicht schönreden, wir können darüber auch noch mal in der Diskussion etwas sagen, aber dass wir jedenfalls diesen EuGH nicht nach den Maßstäben eines konsolidierten Bundesstaates sehen können, der Kompetenzkataloge hat, die eindeutige Antworten geben, so eindeutig sind die übrigens auch nicht im deutschen Verfassungsrecht, und dass wir sie nicht nach einer Verfassungsordnung, einem Maßstab einer Verfassungsordnung messen kann, in denen Verfassungsänderungen einfach sind. Denn die strenge Kompetenzüberprüfung eines Gerichts wie des Bundesverfassungsgerichts ist auch nur da möglich, wo man, wenn man ein Kompetenzproblem hat, auch mal schnell die Verfassung ändern kann. Eine Schnelligkeit, über die der Grimm selbst oft beklagt wurde, es ist sehr einfach, das Grundgesetz zu ändern. Und die allermeisten Grundgesetzänderungen waren Änderungen der Kompetenzordnung. Wo dieses Ventil fehlt, werden Gerichte immer großzügigere Auslegungen der Kompetenzen durchführen. Dies ist besonders deswegen relevant, weil die existierende mit dem Vertrag von Lissabon eingeführte Kompetenzordnung maximal am deutschen Modell orientiert ist. Wenn man überhaupt noch mal mit anderen Ländern was machen will und nicht einfach nur seine eigene Verfassung internationalisieren will, dann wird man, glaube ich, nicht viel mehr bekommen als das, was da drin steht. Eine Typisierung von Kompetenzen, die ganz eindeutig am deutschen Modell orientiert ist und die im Grunde dieses Ideal, dieses vielleicht nicht wirklich passende Ideal, europäisiert. Aber nicht nur die prozedurale Seite der Diagnose scheint mir nicht überzeugend zu sein, sondern auch der Output. Stimmt Fritz Schaaps Diagnose der Asymmetrie zwischen positiver und negativer Integration eigentlich? Wo sind eigentlich die großen Regelungslücken? Wo ist der Abbau des Sozialstaats? Wo ist das Recht, das wir hatten, aber nicht mehr haben? Im Recht der Geschlechterdiskriminierung, das wir nur durch die Europäische Union bekommen haben? Im Datenschutzrecht, das wir in gewisser Weise auch maßgeblich durch europäische Integration getan haben? In vielen Teilen des Arbeitsschutzrechts und ich könnte immer weitermachen, im Umweltrecht. Wo ist eigentlich sozusagen die Leerstelle, die politisch-regulatorische Leerstelle, die uns die europäische Integration gebracht hat? Natürlich ist das anderes Recht als deutsches Recht. Aber es ist sicherlich nicht immer, und das halte ich für einen Mythos, der maßgeblich vom MP in Köln verbreitet wird. Es ist tatsächlich nicht so, dass wir einfach sagen könnten, wir haben jetzt hier weniger, wir sind liberaler. Sondern man muss ehrlicherweise sagen, der auf Perfektion ausgerichtete deutsche Sozialstaat kannte auch ein paar Sachen, die noch nicht reguliert waren und die erst durch die Europäische Union in diesem Sinne reguliert wurden. Liberalisierung wiederum scheint mir hier doch maßgeblich auch ein Produkt eines politischen Prozesses zu sein, den die Mitgliedstaaten selbst initiiert haben. Wenn das stimmt, oder wenn es jedenfalls auch ein Teil der Wahrheit ist, so möchte ich es dann mal sagen, dann stellt sich die Problemdiagnose vielleicht mal etwas anders dar. Ja, es gibt ein Unbehagen in der europäischen Integration und ja, es gibt Probleme. Ob das wirklich die Probleme sind, dass die Europäische Union overstretcht, dass die Kommission zu viele Kompetenzen hat und so, ich weiß es nicht. Das sind in gewisser Weise unsere Probleme. Es sind Juristenprobleme. Wir haben natürlich die Ungarn-Krise. Und vielleicht nehmen wir Ungarn nur wahr, weil wir in der Europäischen Union sind. Ein Land, das autoritär wird. Wir haben die Euro-Krise. Wir haben den föderalen Zerfall in Spanien und vielleicht andeutungsweise in Großbritannien. Wir haben Tote im Mittelmeer. Und wir haben so etwas wie Rechtsstaatsverluste in manchen Ländern der Europäischen Union. Das sind Probleme. Die Frage ist nur, wie rechnen wir sie zu? Wessen Probleme sind es eigentlich? Wovon reden wir, anders gesagt, wenn wir von der EU reden, wenn doch ziemlich wenig in der EU passiert, was die Mitgliedstaaten nicht wollen? Wenn sehr, sehr wenig passiert, was die Mitgliedstaaten nicht wollen, und wenn das meiste, was nicht passiert, weil die Mitgliedstaaten es nicht wollen, nicht zuletzt auch deswegen nicht passiert, weil die Bundesrepublik Deutschland es nicht will, die immerhin doch kein ganz unwichtiger Mitgliedstaat der Europäischen Union sind. Welche Probleme können wir uns also vielleicht auch umgekehrt gefragt, negativ auch ohne die EU denken und sie sind vielleicht als die EU, was immer das dann überhaupt noch ist, fehlattribuiert? Dazu drei Gedanken zu drei Krisen, sehr kursorisch und sehr kurz. Vielleicht würde es die Euro-Krise, natürlich Euro-Krise als Euro-Krise, nicht geben, aber vielleicht würde es auch keine Schuldenkrise ohne Euro geben. Das kann sein. Aber es ist klar, dass die Konstruktion des Euro und das, was wir heute sozusagen am Euro als Problem empfinden, nämlich das Auseinanderfallen von so etwas wie Haushaltsstabilität und Wirtschaftspolitik einerseits und Währungspolitik andererseits, das klassische Ergebnis eines intergouvernementalen Kompromisses ist zwischen Deutschland und Frankreich.
Es ist eine Regulierung gegen Externalitäten der Bundesbank gewesen, die wir auch hätten und die uns auch sonst Probleme machen würde. Und es ist eine Regelung, die zugleich deutsche Ängste vor, sagen wir mal, Ausgaben, fehlender Ausgabendisziplin und anderen Problemen irgendwie in den Griff bringen könnte, bringen sollte. Das heißt, das Problem, was wir hier haben, ist irgendwie ein Problem, was sicherlich nicht eins ist, das sich die Kommission ausgedacht hat. Man sieht auch nicht, die Kommission sich so die europäische Zentralbanksystem ausformuliert, die sich wahrscheinlich etwas anders ausgedacht. Das wäre wahrscheinlich auch problematisch geworden, aber die Komposition, die wir heute haben, ist klassisch mitgliedstaatlicher Kompromiss. Und umgekehrt, wenn wir gar keine europäische Gemeinschaft hätten, keine Europäische Union, keine Europäische Gemeinschaft, was wäre 2008 passiert? Wir hätten massive Externalitäten einer deutschen Zentralbank und wir hätten ohne Zweifel ein großes Zusammenrücken der Mitgliedstaaten in wirtschaftlicher Hinsicht gehabt. Wir hätten etwas gehabt wie eine Europäisierung. Das soll die Probleme nicht kleinreden und auch nicht die Tatsache, dass die Probleme natürlich etwas mit den Institutionen der Europäischen Union zu tun haben. Aber es soll die Zurechnung dessen, was wir meinen, wenn wir von Europäischer Union, doch etwas in Frage stellen. Das gilt zweitens natürlich auch für die Akzeptanzkrise. Hat die Akzeptanzkrise, die wir erleben, wirklich etwas zu tun mit den Kompetenzanmaßungen des EuGH und der Kommission? Gäbe es die Front National nicht und die Europäische Union? Gäbe es UKIP nicht? Können wir uns etwas wie die AfD vorstellen, nach sagen 30 Jahren Sozialdemokratie der CDU, Sozialdemokratisierung der CDU, die irgendwie sich vielleicht mal ventilieren muss in so etwas wie einer deutschen nationalkonservativen Partei? Das sind offene Fragen, aber es ist doch wohl klar, dass das Unbehagen an demokratischen Institutionen, das sich in Euro- und EU-Kritik ventiliert, nicht deswegen auch durch Euro- und EU-Kritik verursacht sein muss. So wenig wie das Unbehagen an Fremden in Sachsen dadurch verursacht ist, dass da so viele Fremde in Sachsen sind. Ich denke, das müssen wir uns nochmal angucken und wir müssen diese Analyse ziehen und uns fragen, ist die Akzeptanzkrise nicht für einfach eine, die sich auf Institutionen richtet, die für eine, sagen, als Verantwortliche dafür geeignet erscheinen, oder ist die EU vielleicht doch ein solches. Das heißt, wir haben so etwas wie ein allgemeines Gefühl der Fremdbestimmtheit, aber ob dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit, das ja vielleicht auch seine Berechtigung hat, darum geht es ja gar nicht, sagen, durch die EU veranlasst ist, weil es sich auf die EU bezieht, erscheint doch sehr zweifelhaft. Und das dritte und vielleicht die brutalste Krise, und die mich eigentlich, wenn ich mir so überlege, vielleicht auch am meisten beschäftigt, ist die Flüchtlingskrise. Und das scheint mir tatsächlich eine Krise zu sein, wo wir sehen, wo Probleme der europäischen Konstruktion liegen. 300 Tote im Mittelmeer an einem Tag sind schnell vergessen. 300 Tote vor der deutsch-schweizerischen Grenze in einem Lastwagen werden, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Wir würden vielleicht irgendwas tun. Wir tun es nicht, weil wir nicht sehen, dass es unsere Grenze ist. Wir ignorieren im Prinzip die Tatsache, dass die durch den Mittelmeer verlaufende Grenze, die Außengrenze der Europäischen Union, de facto, aber auch de jure, die Außengrenze der Bundesrepublik Deutschland ist. Hier erkenne ich im Grunde beides. Ein Konstruktionsproblem der Institutionen, die Verantwortlichkeiten unsichtbar machen, aber natürlich auch eine von Bürgern und ihren politischen Repräsentanten gemeinsam getragene Form von Unehrlichkeit. Die wollen, dass sagen, Flüchtlinge weit weg irgendwo abgehalten werden, davon zu kommen, die das Problem aus der Sicht nehmen wollen und gleichzeitig dann davon ausgehen wollen, dass das, was daraus wird, nämlich Tod in diesem Fall von Menschen, die zu uns kommen wollen, nicht mehr unser Problem ist, sondern irgendein Problem der EU. Nicht wahr? Die in Form der Bundesrepublik Deutschland gerade ein Programm, das sehr wesentlich zur Rettung von Flüchtlingen beigetragen hätte, beendet hat. Das heißt, es geht vielleicht weniger um Verselbstständigung als um verdrängte Ambivalenz. Um unsere verdrängte Ambivalenz dessen, was wir eigentlich wollen, indem wir gerne ins Ausland reisen, gerne mit einer Währung zahlen, gerne handeln und wandeln, gerne mächtig in der Welt sind, gerne 500 Millionen Menschen irgendwo woanders repräsentieren wollen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagen, den Preis an politischer Gestaltungsfähigkeit für uns selbst, der kleiner wird, den Preis an institutioneller Undurchsichtigkeit und auch den Preis an in gewisser Weise sich einlassen auf Vielfalt und Heterogenität nicht zahlen wollen. Damit bin ich beim Schluss, nämlich bei der Frage nach Lösungen. Es ist das Privileg, und ich sage das ohne jede Ironie, es ist das Privileg großer Wissenschaftlergenerationen, große Lösungen anzubieten. Und es ist in gewisser Weise für meine Generation auch so ein bisschen beschämt, dass die Akteure dieser Diskussion in Deutschland im Moment Jürgen Habermas, Dieter Grimm und Fritz Schaab heißen. Heinz-Ulrich Wähler war auch noch jemand, der vor seinem Tod viel dazu gesagt hat. Es ist das zweifelhafte Privileg der nachfolgenden Generation, diese großen Lösungen klein zu arbeiten. Und das bedeutet heute für uns zu sagen,
Wir stehen an einem Punkt, wo wir mit vielen Problemen zu tun haben, die miteinander zusammenhängen, ohne aufeinander reduziert werden zu können. Wir stehen an einem Punkt, in dem wir nach sehr, sehr vielen Vertragsänderungen in den letzten zwei Jahrzehnten, wir haben die Verträge eigentlich dauernd geändert, müde sind und wo wir auch nicht mehr wirklich in der Lage sind, diese Form von institutioneller Reform zu verarbeiten. Ich denke, das ist auch ein Problem, ein legitimes, das wir haben. Es ist zu viel passiert in den letzten 20 Jahren. Und wir stehen deswegen auch an einem Punkt, wo wir sagen müssen, es gibt keine Lösung. Es gibt das, was wir haben, und wir müssen damit irgendwie arbeiten. Vielen Dank. Thank you. I don't know if you realized that I would speak in English, but so now at least there is the benefit of changing the language and introducing, I think, yet another perspective on Europe and the European integration process. So let me just start with saying, I won't start with saying what I am not, because I think that's fairly obvious. What I am is a European law academic, non-German, but also one who adopts perhaps a more empirical approach, or an empirical-based approach to European law. You might call it sort of legal realism, but within that, a critical perspective on the nitty-gritty of how European integration processes actually happen. And I do have a few slides, not many, I promise, but I thought that that might not be a bad idea at this stage, standing as I am between you and your glass of wine, which is not unimportant. So at the core of my interest in the EU is the manner in which it acquires and exercises powers gradually over time, visibly and invisibly, and how that power is held to account, both nationally and supranationally. And I don't think it's a zero-sum game, I think it's both. So I'm going to respond, or at least talk to some of the issues that Dieter Grimm has raised here today in his important speech, and also in several significant contributions to the debate that he's made in recent months, one of which, fortunately, was quite reasonably well translated, at least. So in many ways, I agree with the analysis made by Dieter Grimm about the problems, and let me say what these are. First, there is the big problem of representation, which was certainly not solved by the new way the Commission President was chosen this time around, even if it was a first step towards a more European-wide platform. The alienation of the citizens that Dieter spoke about so graphically from those meant to directly represent them at the supranational level is certainly pronounced, and it's not resolved by giving the European Parliament more legislative powers. Second, there is the problem of autonomy of both executive and judicial institutions in Europe from politics. And this depolitization, which I would put it clearly in those terms, it's growing all the time. And third, I agree, in fact, this was your second point, ultimately, that in an ideal world, and if one could start from scratch again, there should be a clearer functional division of competences. And this is something that has been debated for many years now, but it would require a radical rewriting of the treaties and complete political agreement on this among all the member states. On the point of expansive EU policies creating national obligations more than that intended in the treaties, you, Dieter, expressed the view in 1997 that the Federal Constitutional Court should not decide invalidity unilaterally, but should rather ask the Court of Justice its opinion. I wondered if your opinion has changed in the meantime. I sense, in any event, that your position on the role and autonomy of the court in Luxembourg may have hardened in the meantime. And it's not just the old cases that you detailed from the 1960s. After all, in a way, you know, apart from the remarks that you made on that, Christoph, all the member states that joined since then have accepted
that as part of, you know, in European lawyers love to talk about the acquis communautaire, but basically it's the status quo. That's what they accepted. And also the treaties, even Maastricht, and several of them, I'm not going to get into the details. But where I actually think the situation is worse with regard to the court than you sketched it. And I think an example is the, and this is sort of lawyerly fodder, but there was an opinion of the Court of Justice in Luxembourg before Christmas on the 18th of December on the validity of the international agreement, which had been negotiated on behalf of the EU, including representatives, in a sense, of the Court of Justice as well, as part of that EU team, if you like. They had negotiated with the Council of Europe on accession to the European Convention on Human Rights. And basically the idea behind that this is that finally there would be an external control over the EU institutions and indeed perhaps the Court of Justice itself. So there would be an external, so it's not just purely internal. And despite the fact that 24 member states participated out of 28, made observations, plus three institutions, the European Parliament, the Council, and the Commission, all of them saying and arguing before the court that it was compatible with the treaties, the court found itself in its wisdom that it was not. And this was in spite of extremely clear wording in the treaties. There was nothing ambiguous about it or whatever. So I don't think it could have been more parsimonious. And nevertheless, the court has its own agenda with regard to itself and found that out. Personally, I don't see why it cannot be overruled in the treaties itself. If all the member states agree, then there can be a provision saying, notwithstanding the judgment of the Court of Justice, the political will is there. I mean, this was a clear ignoring of the political will. Anyway, I don't want to do what lawyers always do, which is talk endlessly about the court and judgments. So that's all I'm going to say on that. But I would be happy in discussion also with the floor if we talk a bit more about the court and about the legitimacy of the court and about the court nowadays. But I'd like to come back to something that you actually developed, interestingly, in a bit more detail today or this evening. And this is about the original conception of European integration, because you wrote, with regard to this original conception, going back to the beginning, that the European demand for democracy was fully secured by the democratic member states. I'm quoting you. Moreover, and these are your words, the growing independence of executive and judicial entities, the Commission and the European Court of Justice, from democratic processes, both within the member states as well as in the EU itself, was not inherent in the original conception of European integration. And my question is this really so? Was the European demand for democracy, as you put it, ever fully secured by the democratic member states? In my view, it takes too rosy, a view of how the original foundational EU and its predecessors was deliberately constructed. And there is another reading that says, in fact, no, there was something else going on. The democratic member states, the executives of the democratic member states, deliberately constructed a novel entity and placed it beyond democratic politics. So this is the paradox, in a way, that the national party politicians deliberately built a house where the scope for meaningful input and hence for effective electoral accountability is exceptionally limited. And the council, after all, that you referred to also today, it's the council which was the main decision-making body, so the main legislature until basically Maastricht, which started to change that process and include the European Parliament. But the council is composed of national ministers, the executive power of the member states adopting legislation.
And in terms of its dynamic, well, like all other political systems and indeed institutions, it has developed its own momentum. It has always had the capacity, I think, like you, in as far as I understood you, Christoph, said, had the capacity to go beyond this initial state. And it's been long a sort of textbook example of how institutions can and often do rapidly outgrow their original intent. Okay, so I think I've said enough on that. On your first proposal, Dieter, that there needs to be a Europeanization of elections and the creation of European parties, that this needs to come into being. Sure, when one looks at the state of the relationship, the existing relationship between citizens in the member states and with the European Parliament and those who represent their interests at the supranational level, such measures could only increase representativity at the European level. And you know, there are lots of practical questions that you can ask in terms of how you envisage this. I mean, I follow you less, Christoph, I think it is also the task of academics to think of possible solutions and ways forward. Some of them may be pie in the sky. One doesn't have to be only pragmatic about these things, but I think it is helpful to map out the range. So do you envisage this through legislation or through treaty change? Do you envisage a sort of big bang, or is it a gradual process? I would say there's stuff already happening now that is going in this direction, and maybe you could say something more on this. But clearly, I think it's not a bad idea. It has already been discussed for some time, and it's advocated by others. But, and this is my more important point, if one looks at the issue of representation more generally in the European Union, this only addresses and would only address one part of the problem, and then only at the European level. And I see two other problems that are at least as big, and both need to be squarely on the table before we can talk more holistically about democracy and legitimacy in Europe. The fact is, and Christoph, I think, mentioned this, is that the crisis has reinforced the democratic deficit, also as concerned the roles and powers of the European Parliament. Bringing more representativity to it electorally will not improve the fact that it is deliberately sidelined by the democratic member states at almost every possible opportunities. In recent years in particular, there has been a weakening of parliaments and parliamentary process, and they have been replaced by a stronger emphasis on executive-driven politics and delegation of powers to regulatory bodies of one kind or another. And my second point, in terms of the other problems that we need to bring to the table, is that we cannot talk about representation in the EU without also talking about the manner in which the national parliaments hold their representatives, the national executives, national prime minister, the prime minister and the government ministers, to account for their still very crucial role in EU decision making. That role is in the European Council, which is effectively the ultimate decision maker in the EU, and in the Council of Ministers as co-legislator still at the European level. And in my view, a very real democratic challenge for the EU as a whole is the lack of democratic accountability of national prime ministers in the European Council, and under that, in terms of power hierarchies, national ministers and national civil servants in the Council of Ministers. And of course, it's not just the European Council taking decisions whenever the member states feel like it, more or less, particularly in the crisis. They change hats, and they, outside of the framework of the European Union, they do other things, the fiscal compact, the European Stability Mechanism under international law, and they sideline even more parliaments and courts in that process. So this phenomenon of what someone, an English academic, has termed democratic unloading, although he hasn't used it in this sense, it's also present. So just very briefly, because I have done these slides,
You know, law obviously has been very important in the history of the European Union. One speaks often about integration through law for many of the reasons that Dieter has outlined to us this evening. And legislation has been very important in that context, and we also have an awful lot of it. And there's, you know, by now probably about 12,000 legislative acts out there, both the directives and regulations. But in fact, what is happening now, and I think this is not unimportant, because despite the moves to strengthen the position of the European Parliament and to involve it more and more in the legislative process, what have we seen happen in practice? The EU is in fact doing less lawmaking than ever before. And I have a graph there which just very simply shows a very simple point, I think, that regulations have had a gradual and that's the top, a relatively downward trend, but directives also. And so it's not just that there's less directives and regulations, but also that there are alternatives to legislation. We see more and more non-law, if you like, non-legislation, standardization measures, agencies, so more technocratic alternatives to legislation and a very thin democratic vocabulary in that context. So the euro crisis has actually accentuated that kind of democratic unloading at different levels. We also see it, for example, and I don't have time to go into it now, and I'm certainly not going to speak for very much longer, at the level of international agreements. International agreements nowadays are often used as a substitute for legislation. So they're negotiated in secret with external actors who impose their own rules, but the norms that often come out of them are legislative in substance, in effect, in terms of their effect on national citizens. We've had that in the past, post 9/11, but we see it happening at the moment with the EU-US agreement that is being negotiated. So my conclusion, in a sense, is that the democratic deficit, if you want to use these terms, it certainly hasn't gone away. If anything, it's bigger than ever. But this is not just because of the autonomy of the Commission and the court, as you stressed, Dieter, and I also know you don't think that it's only that, but you did talk about it more. But it's also because of the new architecture of macroeconomic policies and the banking union. So, because taxing and spending policies are, after all, the main issues in domestic electoral and party politics, and these, in a sense, have been taken out of the domain of party politics because of norms that are being imposed at the European level through a variety of mechanisms. In terms of, but there are some interesting, it's not all gloom and doom, and that is perhaps, also, there is something happening out there. I mean, for a long time, and that's a big part of the discussion in Germany, the interesting discussion that is taking place with Jürgen Habermas and Dieter Grimm is this problem of the lack of politicization of European issues as being a primary cause of the lack of legitimacy, you know, the fact that there are no public deliberations on matters of European politics. But recent empirical research confirms that some greater politicization of European issues is happening in national public spheres. Admittedly, it's a limited study, but you see that Germany is right there at the front of the class, along with some other Eurozone members. But so something is happening because it does show some positive movement in terms of more politicization in practice in certain countries post-crisis, of course, because also of the nature of the issues that are being contested. If we look then, just let me move to the actors who are involved in this,
we see that above all, if you look at this thing, you have supranational actors that are involved in the debate, but also other national governments in the national debate. And I think this is interesting because it reveals both a type of what we would call vertical Europeanization with the other institutions, but also more horizontal type of Europeanization. And the role of political parties is very reduced. So I think that is also telling us something about the role that national political parties are playing in the debate. So where does this leave us? So I will leave you with a final table. We hadn't really coordinated so I had no idea that you were going to end with a plea for no solutions and whatever, and I'm doing the exact opposite, but I'm adding some things to what Dieter has, so I don't know whether you'll end up completely confused and desperately in need of your wine, but I'm going to leave up this table and maybe also for part of the discussion. I'm not going to go into it. So my view is that if we want to address the reality of how supranational power is being exercised in the European context, also by national executives, we need to discuss a wide-ranging reform agenda. And some are already happening in a sense, and others need to happen more. And personally, if I say where my own work is going, I mean, I believe I'm a sort of and person. This is bad English, but coming from having lived in Holland for too long, I tend to say it quite a lot. I believe in both European Parliament and national parliaments. But moreover, I believe in increasing horizontalization of, in particular, parliamentary accountability forums. That means, you know, national parliaments talking to one another and cooperating with one another, with the European Parliament as well, but not in a hierarchy, but in that way creating something more. So in any event, this is the table. It talks about minimalist and maximalist options. As I said, I'm not going to, some of them are quite controversial, EU referendums, election of EU president, all the rest. So particularly the maximalist ones, and I'm afraid that Dieter's proposals would probably fall in that category because they require treaty change, and that means agreement by all 28 member states. The likelihood of this happening, as you said yourself, is not large, given the changing political landscape throughout Europe. Yet the challenge of taming executive and judicial dominance in Europe is urgent. And on that, we certainly agree. So thank you very much. And yeah.